Flughafen München. Hier beginnt mein nächstes Reiseabenteuer. Bis Anfang des letzten Jahrhunderts war Namibia eine deutsche Kolonie, hieß Deutsch-Südwestafrika. Das ist schon ein paar Jährchen her, aber trotzdem stelle ich mir die Frage, wie deutsch ist Namibia heute noch und wie leben die Menschen damit? Das finde ich jetzt raus, setze mich in den Flieger und fliege nach Windhoek. Kai Reis. Und das bedeutet 11 Stunden im Flugzeug nach Namibia. Die Hauptstadt Windhoek ist die erste Station meiner Reise durch die ehemalige Kolonie Deutsch-Südwestafrika. So, was für ein Flug, 14 Stunden, das war ziemlich lang, aber jetzt bin ich endlich in Namibia. Und was macht man immer, wenn man ankommt in einem neuen Land, sich um die wichtigsten Sachen zu kümmern, nämlich Geld tauschen und eine Telefonkarte. Naja, eigentlich sieht es hier aus wie auf fast jedem internationalen Flughafen. Doch plötzlich entdecke ich die ersten Zeichen, die auf die deutsche Vergangenheit hinweisen, obwohl die Kolonialzeit schon 100 Jahre her ist. Gibt es hier noch viel Deutsches in Namibia? Ja, wir haben eine Menge davon. Wo ist denn hier die Autovermietung? This one? Ah, okay. Thank you. Ich habe mir nämlich im Internet in Deutschland ein Auto bestellt und jetzt suche ich Cliff, der mir dieses Auto geben soll. Are you Cliff? Oh yes, I am Cliff. I'm Kai. Hi. Hey. Nice meeting you. So einen Geländewagen bekommt man hier für 80 Euro am Tag und man sollte sich unbedingt zeigen lassen, wo Werkzeug und Ersatzreifen versteckt sind. Denn Namibias Straßen sind nur zu 10% geteert. Und, hups, das Lenkrad ist auf der falschen Seite. Weil du hier auf der anderen Straßenseite fährst, brauchst du eine kleine Fahrstunde. Schon lange her, dass ich in der Fahrschule war, aber das verstehe ich natürlich, weil er hat vollkommen recht, wenn ich jetzt mal in der Stadt bin, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen kompliziert. Okay, let's go. Ja, okay, let's go. Also gut, das mit der Rechtslenkung werde ich schon irgendwie hinkriegen. Sorgen macht mir was anderes. Cliff, tell me. Cliff, was mache ich denn, wenn Tiere auf der Straße sind? Wenn sie da stehen, einfach anhalten. Stehen bleiben und warten, bis das Tier verschwindet. Und wenn es einfach stehen bleibt, dann kannst du hupen, damit sie sich bewegen. Aber du solltest sie nicht umfahren. Also, Tiere nicht umfahren und einfach auf der anderen Straßenseite bleiben. Naja, das kann ja spannend werden. Ich glaube ihm nicht, aber... Okay, thank you very much. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Los geht's. Ich bin wirklich gespannt, was mich erwartet, allein durch dieses afrikanische Land zu fahren, das dreimal so groß wie Deutschland ist. In der Hauptstadt Windhoek finde ich die ersten Spuren der deutschen Kolonialzeit, die bis 1915 dauerte. Und auch heute leben noch rund 10.000 Deutschstämmige in Namibia, teilweise in der 4. oder 5. Generation. Aber wie geht die junge Generation der deutschen Namibianer mit der Vergangenheit um? Um das herauszufinden, habe ich mich mit einem Star der lokalen Musikszene verabredet. Was wirklich erstaunlich ist, einer der bekanntesten Künstler hier in Namibia ist ein Deutsch-Namibianer, der macht richtig geilen Rap und der heißt Ease. Und so hört sich das an. Also das geht richtig ab und ich habe mich mit Ease verabredet. Er hat gesagt, ich soll vor der Kaiserkrone warten. Das ist er bestimmt. Kai, das muss Ease sein. Das ist richtig. Ja. Hey, cool. Ich komme rein. Ja. Willkommen im Shaggin' Wagon. Im Shaggin' Wagon. Das ist ein cooles Auto. Dankeschön. War das jetzt die Begrüßung oder so? Nicht ganz. Ich muss dir eigentlich zeigen, in Namibia begrüßt man sich einmal so, ja. Dann geht man wieder auf den zurück und wieder den. Okay. Und das ist so der offizielle Gruß. Da gibt es aber so viele verschiedene. Ja, müssen wir alles erklären. Was machen wir denn? Ich zeige dir ein bisschen Windhoek und danach, denke ich, machen wir so richtiges namibianisches Brei. Wir machen einen Brei. Richtig. Wir essen was? Brei. Wir essen also nicht das Grießbrei, sondern einen Grill, ein Barbecue. Bei uns heißt das Brei. Ein Brei. Okay. Fleisch. So, los geht's. So. Ease heißt eigentlich Erik und ist hier aufgewachsen. Seinen himmelblauen Bulli-Oldtimer erkennt jeder in Namibia. Straßen gibt es immer noch, die Casino-Straße. Es gibt schon noch viele deutsche Straßen. Es gab es viel mehr. Die haben die jetzt über die letzten paar Jahre
seit Namibia unabhängig ist, immer jedes Jahr ändern die ganzen Straßennamen. Aber da sind noch viele, viele deutsche Straßen auf jeden Fall. Wir fahren jetzt gerade in der alten Kaiserstraße und jetzt heißt sie die neue Independence Avenue. Also heißt das, von den deutschen Sachen, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte da waren, verschwinden immer mehr? Ja, doch, immer mehr. Nobody, no more fear, das geht so, komm, show, show, was ist das hier? Sieht aus wie eine gute deutsche Kirche. Ja. Das ist die alte Christuskirche. Die wurde 1907 gebaut. Und dann das moderne Gebäude. Das ist das neue Museum. Das neue namibianische Independence Museum. Von den Nordkoreanern wurde es gebaut. Von den Nordkoreanern? Ja. Weshalb denn das? Die verstehen sich irgendwie sehr gut. Tja, nicht wundern, weiter geht's. Is will mir einen lokalen Markt zeigen. Schließlich brauchen wir Fleisch fürs Grill. Karatura ist das Ghetto von Windhoek. Und da kann man sehen, wie dolle wir Namibianer Fleisch lieben. Das wollte ich dir einfach mal zeigen, weil das ist schon wichtig für uns. Auch ich liebe Fleisch und ich liebe lokale Märkte überall auf der Welt. Aber ich frage mich, wie sieht sie aus, die namibianische Fleischeslust? Gott, das sieht ja schon schräg aus. Und ich ahne, das wird eine Herausforderung für meine Geschmacksnerven. Kaum betritt Is den Markt, wird er auch schon erkannt. Fangespräch im Nem Flavor Style. Nem, man, ich kenne dich, Junge. Ich kenne dich, Junge. Dann gefällt mir in die Nacht, wie Is. Kann nicht schlafen. Es riecht nach Blut und gegrilltem Fleisch. Und das soll ich jetzt essen? Ich will die Messe, weil ich wo unser Nem Flavor werden muss. Ja. Geil, komm mal her. Komm mal her. Das kannst du dir nehmen, dann kannst du dir das eintunken, was du hast, in Salz. Was ist die noch? Wie ist es? Was ist es? Maidis Salt, was ist es hier? War lecker. Barbecue. Okay. Ja, lecker. Ja. So, aber es schmeckt total gut. Sehr frisch. Frisches Fleisch. Geil, komm, zeig dir hier. Ehrlich, obwohl das Fleisch vom Grill wirklich sehr lecker war und mein Magen nicht Alarm geschlagen hat, bin ich dann doch froh, als Is vorschlägt, die Zutaten für das namibische Grillfest lieber in einem Supermarkt zu kaufen. Wir grillen direkt im Busch. Auf Nam Flavor Style, auf namibianische Art. Flavor Style. Nam Flavor Style, sag ich immer, ja. Okay, dann schieß mal los, dann gehe ich einkaufen. Ja, also. Boerewurst, Sosatis, Brei-Spices, Gemsbok, was auch immer das ist, ich soll es besorgen. So. Viel Spaß. So. Ja, und dann? Well, man kann es so machen. So. Respekt. Faust. Respekt. Ja, also, wunderbar. Bis später. Super. Bis dann. Ja. Ciao. Ciao. Ist doch irre. Ein deutscher Supermarkt. Geh jetzt einkaufen. Gut, ganz ehrlich. Ich habe gedacht, das ist so eine kleine Klitsche hier mitten in Afrika. Denkste, ein Mega-Supermarkt mit wirklich allen Produkten, die es auch in Deutschland gibt. Volksmusik-CDs zum Beispiel, deutsche Zeitungen. Fehlt eigentlich nur noch eins. Somebody speaks German? Ja, kann ich helfen. Hallo, ich bin Kai. Hallo. Ich bin zu einem Brei eingeladen, oder? Ja. Und ich soll einkaufen. Ehrlicherweise gibt es ein paar Sachen, ich weiß nicht mehr, was es ist, aber Sie wissen vielleicht. Ich werde Ihnen auf jeden Fall helfen. Boerewurst? Das ist Boerewurst, das ist unsere traditionelle Wurst, also eine Wiener Bratwurst. Die wird vom Wild hergestellt und kann man schön auf dem Rost fahren. Ja, dann? Das ist wie in Thüringen, Bratwurst, so gibt es sie hier halt bei uns, die Boerewurst. Sosatis, lerne ich, sind in Namibia Schaschliks, Lambchops, Lammkoteletts und Gemsbok ist Antilopenfleisch. Was ist das da hinten, das aussieht wie Äste? Also das ist unsere luftgetrocknete Wurst. Also die wird luftgetrocknet. Ja. Und das ist das Biltong. Das nennen wir bei uns Biltong. Die Einheimischen haben das halt so früher immer gemacht. Luftgetrocknet, hält sich ewig. Und so für den Busch gehen oder was, kann man immer daran knabbern. Das hört sich nicht nur wie Beton an, diese Würste sind wirklich steinhart. Die kriegt man nur mit einem guten Bier runter.